herzlich willkommen bei «Eingefahren», das Magazin für alle Schweizer Motorsportfans, was Nachhaltigkeit und elektrischen Rennsport betrifft. Wir beim iSport sind jeden letzten Donnerstag im Monat für dich da und schauen auf die grossen Rennserien Formel E und Extreme E. Heute sind wir hier am Zürichberg oben und ich freue mich auf meinen Gast, der mit dabei ist, und zwar Tanina Mutter. Sie ist Influencerin, die sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben hat. Schön, bist du da. Hoi, danke. Schön, dass ich da bin. Tanina, du sagst ja von dir selber, du bist ein Sustainability Style Warrior. Auf Deutsch übersetzt heißt es so viel wie Nachhaltigkeitskriegerin mit Stil. Wie passt das zum Rennsport? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das finde ich vielleicht heute mit dir gerade raus. Der Rennsport sagt ja von sich selber so ein bisschen Nachhaltigkeit, aber gleich cool und Entertainment zu den Leuten bringen. Das passt eigentlich gerade. Ich finde, das klingt auf jeden Fall so, als würde das passen. Und ich habe auch ja, eigentlich nicht viel Ahnung von dem Sport und habe mal ein kleines Auge vorher noch drauf geworfen. Ich muss sagen, dass es schon auch so auf den ersten Blick schon auch cool aussieht. Also ich denke, wenn das stimmt, was sie sagen, dann ist das eigentlich das, was ich mir von Nachhaltigkeit wünsche. Dass sie eben nachhaltig ist, aber auch Spass macht und irgendwie schön ist. Und hier bei diesem Magazin, da geht es ja um Nachhaltigkeit, es geht um E-Mobilität. Wie ist dir das schon mal als Influencerin über den Weg gelaufen? Also ich denke, wenn du dich mit Nachhaltigkeit beschäftigst, ist das ein Thema, das früher oder später dich sowieso irgendwie wird kreuzen. Und ich selber habe jetzt auch schon so ein elektrisches Auto Probe fahren, also für eine Woche testen, oder habe auch mit E-Bikes schon rumfahren und habe daheim ein richtig cooles Mountainbike und viel Spass damit. Von dem her kommt immer wieder vor, dass ich mit dem in Berührung komme. Tanina, begleitet mich heute die heutige Sendung und was jetzt noch alles in diesem Eingefahren wird kommen, das seht ihr jetzt. Vertuschter Unfall. Alex Lins Crazy Crash wird nicht gezeigt. Unsere Kommentatoren analysieren. Neue Rennserie Extreme E. Wie Rennsport auf die Umweltprobleme unserer Zeit aufmerksam machen soll. Probefahrt mit über 500 PS. Wie unser E-Fahrer-Gast Tanina Mutter im E-Boliden zurechtkommt. Und mehr bei E-Fahre. Seit ein paar Jahren probiert also der Rennsport auch Nachhaltigkeit auf die Fahne zu schreiben. Und Tanina, du bist ja eben Nachhaltigkeits-Influencerin. Und das Nachhaltigkeitsthema, das hat aber immer so ein verstaubtes Image, so ein Öko-Mief. Wie schaffst du, dass es hip wird? Ja, also das weiss ich nicht, ob ich das schaffe, aber das ist auf jeden Fall mein Ziel. Ich denke, das war von Anfang an auch so ein, ein treibender Faktor gewesen, und ich so gefunden habe, so, hey, es gibt mittlerweile so coole Sachen auch schon im Bereich Nachhaltigkeit, schöne Kleider, schöne Unterwäsche zum Beispiel auch. Und das ist wie, das kommt noch nicht so an. Also eben, wie du sagst, das Klischee ist immer noch so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, es ist vollkorn, es ist verstaubt. Und ich denke aber, oder ich habe mir dann wie so zum Ziel gemacht, so, hey, ich kann auch einen Handstand machen und währenddem noch ein cooles Fair-Fashion-Teil anhaben, das auch lässig aussieht. Also wie so probieren zu zeigen, dass es überhaupt nicht mehr so ist, dass der Stereotyp noch bestätigt wird. Und da sind wir eigentlich schon beim ganzen Thema, was Tanina so für sich macht. Und zwar, du hast schon ein Gespür, wie du die nachhaltigen Themen umsetzt. Also du bist wirklich eigentlich schon im Praktischen inne. Wie mache ich das, dass ich nicht nur Nachhaltigkeit proklamiere, sondern im alltäglichen Leben wirklich umsetze? Also Umsetzung ist zum Beispiel Kleider. Da bist ja du auch schon gut unterwegs, habe ich gesehen, mit den schönen nachhaltigen Schuhen. Und auch bei mir zum Beispiel ist das so, mein Outfit ist eigentlich von A bis Z, entweder irgendwie Secondhand oder nachhaltig. Adidas ist nachhaltig? Das ist Secondhand. Den habe ich mir gekauft in der Brockenstube und selber zugeschnitten und so weiter. Also von Kopf bis Fuß eigentlich nachhaltig? Ja. Und ich denke, das ist wie so, das ist ein Prozess. Ich sage den Leuten auch immer, das kannst du nicht von heute auf morgen, aber ich denke, das ist wie so, so eins nach dem anderen, also kannst du das in deinen Alltag integrieren. Wir sind hier im Wald, wir sind rumlaufen in der Natur draußen. Ist das auch so ein Klischee? Wie gerne bist du in der Natur? Ich habe irgendwo gelesen, du tust gerne wandern. Aber kommst du zu wenig dazu, weil du so beschäftigt bist mit deiner Nachhaltigkeit? Also ich denke, Nachhaltigkeit ist ja mit einem Bewusstsein verbunden. Und ich glaube, also und auch mit einem Bewusstsein, dass man irgendwie die Natur möchte schützen möchte, unseren Lebensraum. Und ja, ich bin auch literally am Ende der Welt aufgewachsen, also bin sehr naturverbunden sowieso schon. Du, also das Klischee wahrscheinlich auch so ein bisschen. Sag mal schnell, in Bainville-Solothurn. Bainville-Solothurn, genau. Das ist am Ende der Welt eigentlich. Aber hast du auch ein bisschen Angst, dass du in die Klischee-Fall reintappelst? Nein, ich habe überhaupt keine Angst, weil ich versuche nicht etwas zu sein oder etwas zu spielen oder so, sondern ich bin einfach ich und tue in dem Sinn so das, was ich als, sag jetzt mal, einfache Erdenbürgerin herausfinde, wie ich ein bisschen besser leben kann oder wie ich ein bisschen nachhaltiger sein kann, das teile ich. Und denen, denen das gefällt, ist das gut. Und wenn ich dann halt das Klischee bediene, so be it.
Sie ist nicht nur Influencerin, Tanina Mutter, sondern sie macht noch ganz viel mehr. Und wir stellen euch sie jetzt in diesem kleinen Clip noch ein bisschen näher vor. Sie ist ein Multitalent. Ausgebildete Tänzerin, Schauspielerin, Bloggerin, Instagrammerin. Anina Mutter. Sie nennt sich selbst eine digitale Nomadin, hat 16.000 Follower. Aufgewachsen im beschaulichen 300-Seelendorf Bainwil im Kanton Solothurn, lebt und arbeitet die 32-Jährige heute in Zürich. Action und Geschwindigkeit mag sie. Vielleicht auch, weil ihr Vater Profi-Rennvelofahrer war. Nachhaltigkeit ist ihr Thema. In allem, um was sich das Leben dreht. Essen, Mode, Sport, Reisen. Anina Mutter, das Multitalent. Anina Mutter ist also auch Schauspielerin, mitunter, haben wir jetzt gesehen, ganz viele verschiedene Rollen. Wie kommst du überhaupt noch dazu, das, was du eigentlich mal gelernt hast, noch auszuführen? Gute Frage. Sporadisch. Also, es ist natürlich schon so, dass in dem Sinn jetzt die Selbstständigkeit als Bloggerin, so, das ist auch mein Einkommen, das hat so den Hauptfokus. Also hast du nicht Angst, dass du dich fast ein bisschen verlierst? In den vielen Sachen, dass du so viele Sachen machst und gleich nicht mehr richtig? Ja, das ist so der Common, so das, was man natürlich sagen könnte. Aber ich glaube, bei mir ist eben genau spannend. Oder ich liebe das. Ich lebe von dem, dass ich kann so facettenreich unterwegs sein kann. Die Schauspielerin klappt noch? Ja, was heisst schon klappen? Ich hatte im Januar eine sehr grosse, spannende Audition und habe mich dort auch sehr vertieft vorbereitet. Für welchen Nachhaltigkeitsfilm? Ich weiß nicht, ob der nachhaltig wäre, aber er hat mit Tanz zu tun gehabt. Ja. Und das wäre natürlich spannend gewesen, aber hat leider nicht geklappt. Aber hey, das ist so Teil halt vom Schauspielbusiness. Und was würdest du jetzt sagen, wenn wir über das Nachhaltigkeitsthema reden, wie sehr spürst du das, dass das bei den Leuten ankommt? Dass es immer wichtiger wird? Also ich meine, die Gefahr ist natürlich, ich bin selber, befinde mich so ein bisschen in einer Bubble. Also man hat mal schnell das Gefühl, wenn man in Zürich wohnt, 5 Minuten vom Bioladen, der bis zur Nacht um 11 Uhr offen hat und irgendwie meine ganze Community. Also fast ein bisschen, oder? Scheuklappe. Genau. Und dort hat man so das Gefühl, so, oh mein Gott, das ist wirklich mega wichtig. Und wenn man dann vielleicht so ein bisschen nach außen geht, ist es auch, kann es auch wieder ein bisschen ernüchternd sein. Aber ich denke gleich so, ganz allgemein und auch global ist es schon ein Thema, das immer grösser wird, immer wichtiger und auch für viel mehr Leute einfach ein Begriff ist. Also man sieht es ja nur schon auch an ganz vielen grossen Firmen, die in dem Sinn jetzt auch anfangen, irgendwie auf den Zug aufzuspringen. Das sieht man auch in der elektrischen Rennserie mit den grossen Firmen, dass die dort immer mehr einsteigen und mit den grossen Werken, mit den grossen Autoherstellern. Und man sieht aber auch, dass die Rennserien im elektrischen Bereich immer wichtiger werden. Wenn der Sebastian Buemi, unser Schweizer Weltmeister aus dem Jahr 2016, sagt, nach der Formel 1, nach der Königsklasse im Motorsport, da kommt die Formel E. Und die ist vor einem Monat in die neue Saison hineingestartet und 3 Schweizer mit dem Sebastian Buemi sind mit dabei. Und wie sie gestartet sind, das seht ihr jetzt. Für Sebastian Buemi begann Season 7 wenig verheißungsvoll. 2 Rennen, 0 Punkte. Nissan will das neue Auto aber auch erst in Rom auf die Strecke schicken. Nico Müller dagegen kommt in seiner zweiten ganzen Saison zu den ersten Punkten. Die Adiria-Rennen endeten für den Berner mit Platz 5 und 10 Zählern. Besser war da nur Eduardo Mortara im ersten Rennen. Aber wie? Mit diesem spektakulären Manöver sicherte er sich den 2. Platz. Hinter Sieger Nick de Vries. De Vries war hoch überlegen im Werks-Mercedes. Mortara im Venturi, einem Mercedes-getriebenen Kundenteam, profitierte vom Top-Paket. Ein Paket, das am 2. Tag Probleme bereitete. Nach einem Unfall am Schluss des freien Trainings nahm die Rennleitung sicherheitshalber alle Mercedes-Autos aus dem Qualifying. Mortara blieb zwar unverletzt, aber sein Auto ließ sich nicht mehr rechtzeitig aufs Rennen zusammenbauen. Also schlug die Stunde von Sam Bird. Der Brite siegte im Jaguar und gewann als erster Fahrer bisher in jeder Formel-E-Saison ein Rennen.
Mittlerweile haben wir hier im Zürichberg, gerade neben dem Zürich Zoo, ein schönes Plätzchen gefunden, Nina, mit Alpakas, Lamas drumherum. Und jetzt muss ich irgendwie den Bogen schlagen zum letzten Rennwochenende und zum Rennsport. Deine Faszination als Influencerin für den Rennsport. Ich bin früher mit Mika Häkkinen, Michael Schumacher, jeden Sonntagmorgen mit dem Zwillingsbruder, habe ich geschaut, das ist so mein Bezug. Wie sieht es bei dir aus? Ganz ehrlich, kein Bezug. Das war also mein erster Kommentar. Ich habe eigentlich keinen Bezug in dem Sinne jetzt zum Rennsport oder so. Aber habe natürlich eben durch das Nachhaltigkeitsthema eine Art Bezug auch zu der E-Mobilität. Aber dein Papa war früher mit dem Velo unterwegs. So, immerhin hast du zum Rennsport oder zur Geschwindigkeit einen Bezug. Das finde ich schon recht faszinierend. Ja. Genau, das ist wahrscheinlich schon noch ein bisschen mein Gen. Was würdest du jetzt auch sagen? Rennsport, wie sinnvoll ist das? Zum Beispiel in Bern. 2019 ist Formel E in die Bundeshauptstadt gekommen und dann hat es Formel E AD, eine Kritikgruppe gegeben, die sich formiert hat und ja doch gesagt hat, dass man eigentlich hier in Bern kein Rennen so stattfindet. Wie sieht das bei dir aus? Wie sinnvoll haltest du? Ja, das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage. Ich finde gerade im Bereich von der Nachhaltigkeit, das ist immer so ein extrem, also so ein komplexes Thema und man muss es auch von verschiedenen Angles anschauen und oft ja auch sehr vertieftes Wissen haben, damit man eine klare Antwort geben kann. Ich finde aber, dass Elektromobilität ein wichtiger Schritt ist aus unserer momentanen fossilbasierten Mobilität raus und würde in dem Sinn per se jetzt so ein Event in Bern nicht einfach verteufeln. Well. Sonst könntest du sagen, jedes Event, alles, was wir machen, ist nicht nachhaltig. Das gibt es ja gar nicht. Also, eine Veranstaltung an sich ist schwer komplett grün, sage ich mal. Oder? Also, Rennsport, dass Rennsport stattfindet, den Leuten zu verbieten, ist auch nicht der richtige Weg, sage ich mal. Also, es kommt jetzt ein bisschen darauf an, ob du den elektrischen Rennsport meinst oder einfach den normalen Rennsport. Ich glaube, das ist gleich auch nochmal so eine kleine Abstufung. Ich finde einen normalen Rennsport in meinen Augen schon sehr unnötig. Und finde dann aber, dass vielleicht eben so das im elektrischen Bereich auch nochmal eine andere Rolle einnimmt. Wenn wir zum Rennsport kommen, gibt es etwas, wenn du diesen Rennboliden zuschaust, wo du sagst, das habe ich gerne oder das kann ich verstehen, da habe ich einen Bezug dazu? Das ja, also das Extreme, wie heisst es, Formula Extreme oder so, habe ich mal kurz reingeschaut. Extreme E, genau. Genau, Extreme E. Können wir da noch drauf zu reden? Ich weiß nicht mal, wie es heisst. Aber das habe ich mal ganz kurz reingeschaut. Und da muss ich natürlich schon sagen, ich fahre gerne auch auf einem Mountainbike oder Skateboard oder habe gerne schnelle Sachen. Ich finde das schon noch nicht unspannend. Also ich kann schon verstehen, dass das auch eine Faszination kann haben auf Menschen. Und was hast du nicht gerne im Rennsport? Ich glaube, es hat vor allem damit zu tun, zum Beispiel macht es irgendwie Natur kaputt. Also es ist so ein Ort, wo es irgendwie extrem invasiv ist. Oder gerade wenn es jetzt eben nicht elektrisch ist, der ganze Verbrauch von fossilen Brennstoffen, aber auch gleichzeitig von den Materialien, die verwendet werden. Und. Also das kann man ja aufstückeln. All die Leute, die irgendwie mit anreisen, das kann man sich immer fragen, ist denn das noch nachhaltig oder nicht? Über das, was Tanina vorher geredet hat, Extreme E, da kommen wir später noch dazu. Jetzt zuerst unsere neue Rubrik ComTalk. Was war denn für dich das Highlight aus Schweizer Sicht? Ja, das Highlight für mich war sicher der zweite Rang von Eduardo Mortara, auf jeden Fall. Ich glaube, gerade beim Auftakt so einen starken Auftritt vom Edo zu sehen, das war sicher für mich ein Highlight in diesem Wochenende. Ja, aber ich meine, der Nico Müller, der jetzt zwei Saison lang gebraucht hat, klar, der ist jetzt nicht auf dem Podest gelandet im zweiten Rennen, aber er hat doch immerhin im fünften Platz geholt. Also, ich würde das eigentlich fast noch gleichwertig nennen wie das Rennen vom Edo. Ja, ich glaube, hat es mich natürlich sicher sehr gefreut für Nico für die Punkte und ganz klar ist das auch ein Highlight gewesen. Vor allem, wenn man beim Nico muss ein bisschen betrachten, er ist sicher nicht in einem Auto, das so extrem konkurrenzfähig ist, wie sicher Medo ist. Trotz allem, ich glaube, nicht der Podestplatz von Medo und vor allem, wie er es rausgefahren hat, das hat mich schon beeindruckt. Auch das Überholmanöver, das ganz klar auch hätte können, er hätte fast in die Hose gehen. Das hat auch sein Temperament wieder gezeigt, dass er ein Vollgastier ist. Und mich hat einfach die Performance hat mich da extrem beeindruckt. Was könnte ihm Hoffnung machen jetzt für die nächste Runde in Rom?
Ja gut, ich glaube, der Vorteil für ihn ist sicher jetzt, dass er in der Quali-Gruppe hin ein bisschen starten kann. Ich meine, das ist schon mal ein riesen Plus, oder? Das heisst, er kann später in das Qualifying hineingehen. Das ist automatisch, wenn er eine gute Runde hat, sollte das locker in die Top 10 hineinlangen für ihn. Mein Fahrer ist, müssen wir über Sebastian Buemi nicht diskutieren. Er gehört zu einem der Besten in der Formel E. Das Auto? Und ich glaube, das Auto ist auch gut. Aber ich glaube, man muss immer ein bisschen schauen. Es braucht immer in der Saison einen Moment, bis die einen sich ein bisschen fertig sortiert haben, bis sie sich vielleicht gemerkt haben, oh, wir müssen noch ein bisschen in die andere Richtung arbeiten, damit man konkurrenzfähig ist. Und mit dieser Erfahrung, die Sebastian Buemi und sein Dams-Team hat, also Nissan Dams, da glaube ich schon, dass die abschreiben darf man die nach einem Rennwochenende keinen Fall. Genau an dieser Stelle war dann nachher beim zweiten Rennen das verhängnisvolle Rencontre von Lynn und von Evans, wo er dann nachher zum Rennabbruch geführt hat. Also irgendwie die Technik von der Formel E und die Geschwindigkeitsentwicklung, die zeigt halt eben schon, ja, jetzt hat man zwar ein super Niveau, man ist FIA-WM, aber eben mit dem steigt auch nachher wieder die Gefahr, dass es zu so Sachen kann kommen kann. Ja, das ist natürlich auch einerseits zurückführen, weil sie natürlich Attack-Mode aktivieren oder respektive auch Mühen aktivieren. Sie haben eine Mehrleistung und das einen Überschuss, ein bisschen ähnlich fast wie der Formel 1 mit dem DRS. Also der Hintermann, zum Beispiel jetzt in dem Fall der Lynn, ist mit einem wirklich viel mehr Power, mit viel mehr Geschwindigkeit vorbeigekommen. Der Evans hat, so wie ich das gesehen habe, ein bisschen blocken. Und was aber das Gefährliche ist, ist, dass sie dann in den Segelmodus rein können, weil sie müssen ja mit der Energie, die sie haben, wenn sie übers Rennen kommen. Und das ist genau die Gefahr, der Segelmodus. Und in dem Moment, das war ja das beim Wehrlein, wo der Edo vorbei ist. In dem Moment fühlt sich das an für den Hinteren, der so schnell kommt, wie eine Bremswirkung, wie der Vordere will bremsen. Und das in dem Moment, beim Edo ist es perfekt aufgegangen. Darum, ich sage es mal, der Move vom Rennen. Das Hilfemanöver. Genau. Und beim Lynn ist es wirklich leider komplett in die Hose. Und das ist sicher auch eine Gefahr dahinter. Das Überraschungsmoment, oder? Wenn setzt der Cut ein, wo die Segelmodus rein können. Und man, zum Glück ist sicher nichts, oder ist es nicht schlimmer passiert, aber die Unfallbilder sind schon schrecklich gewesen. Oder wenn man gesehen hat, dass er da kopfüber über den Asphalt hinten gerutscht ist, dann sieht man auch gleich noch den Speed, den die Formel E doch auch haben, oder? Das ist so ein Unfall, der passiert am ersten Rennwochenende. Die Formel E, die nicht gut kommuniziert oder erst im Nachhinein das Footage rauslässt, die ganzen Kontroversen. Du als Kommunikationsprofi, wie siehst du das? Ja, ich habe natürlich den Vorteil, dass ich immer nur meine eigenen Sachen auskommuniziere. Aber ich meine, Fehler passieren. Auch da habe ich natürlich nicht genug Einblick, aber ich denke schon, dass das auch etwas ist, was wichtig ist, zum Kommunizieren. Ich finde, gerade im Bereich Nachhaltigkeit ist Transparenz alles. Und das ist auch das, was ich zum Beispiel als Nachhaltigkeitsbloggerin auch lebe, dass ich probiere, ehrlich zu sein. Und ich finde auch gerade Firmen in diesem Bereich, die extrem ehrlich einfach kommunizieren, weil, sorry, man kann nicht perfekt sein in diesem Bereich. Und ich finde es viel glaubhafter und echter, wenn man dann auch zu den eigenen Struggles einfach steht und sagt, so, hey, sorry, das war jetzt gerade schwierig. Ja. Anina, wie in jeder Sendung habe ich für dich heute eine Überraschung vorbereitet. Bei unserem Magazin eingefahren muss natürlich irgendwann auch irgendetwas mit Auto und Geschwindigkeit vorkommen. Jetzt hat es Angst haben. Wie hast du es mit Geschwindigkeit? Wie gerne hast du Geschwindigkeit? Ja, ich will jetzt mal da nicht zu voll nehmen, aber ich finde Geschwindigkeit glaub, schon noch cool. Also es wird mir auch manchmal ein bisschen vorgeworfen, glaube ich. Und das Wichtigste, was ich jetzt noch muss wissen, wie gut kannst du Auto fahren? Das finden wir vielleicht gerade raus. Schau mal da. Oh. Ein Porsche Taycan, so ein richtiger elektrischer Racer. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal da rüber. Du bekommst den hier. Danke. Schau mal, da steht er. Das ist ein richtiger elektrischer Racer. Wow. Ja, cool. Porsche Taycan Turbo ist in 3,2 Sekunden auf 100.
Wow. Hast du Lust auf so eine Testfahrt? Ja, let's go. Hast du Lust, bei mir einzusteigen? Das bin ich mir nicht so sicher. Das ist die andere Frage. Ich habe natürlich keine Ahnung, wann ich da hinfahren muss. Und, Es hat einen Knopf, den du kannst drücken wie Ala und dann kannst du wegfahren. Wo? Da? Im D-Sch fahren? Im D-Sch fahren. Das sieht auf, gell? Nein. Erstes Gefühl vom da hinhocken, jetzt kurz nach dem Losfahren, Anina? Hey, leider geil, wenn ich das Wort benutzen darf. Also schon sehr cool. Vor allem halt einfach die Beschleunigung. Es hat mich bei jedem E-Auto schon beeindruckt, als ich drin gesessen bin. Aber das ist jetzt schon noch mal so ein bisschen das nächste Level da. Also das ist gar keine neue Erfahrung für dich? Du bist schon in E-Autos drin gekommen? Ich habe schon mal ein elektrisches Auto fahren, ein BMW i3 und ein E-Golf. Ja, das ist jetzt sozusagen so Next Level. Next Level Shit, oder? Ja, muss ich sagen, das beeindruckt also auch mich. Und warum hast du jetzt gerade leider geil? Ja, weil halt Auto. Und vor allem leider geil, weil ich mir so ein Auto nie leisten könnte. Und weil das ja immer, ich finde, alles, was mit Mobilität, aber auch eben mit E-Mobilität zusammenhängt, ja gleich auch immer noch ein bisschen kontrovers ist und nicht einfach. Also wir machen perfekt, ja jetzt oder? Eigentlich zum Beispiel eine unnötige Fahrt, oder? Genau. Ich muss mich da konzentrieren. Kannst aber du mit jetzt kannst du mal ausprobieren, wie schnell das beschleunigt. Komm mal! Ach du Scheiße! Du hast auch noch Vertrauen in mich, hä? Dass du da. Ich glaube, das kommt so mit dem Job, aber wie gerne hast du es, wenn du jetzt so drin hast? Es ist schon sehr cool. Und eben, ich habe schon immer so die Beschleunigung der elektrischen Autos auch auf der Autobahn. Das fühlt sich einfach anders an. Und ich finde, es fühlt sich auch sicher an, weil man ist so agil. Und das finde ich schon sehr faszinierend. Und jetzt sind wir eigentlich wieder beim Punkt Sustainability, Style, ja. Warrior. Ja. Nachhaltigkeitskriegerin mit Stil. Ja. Also der ist nachhaltig. Das Auto ist relativ weit vor in Nachhaltigkeitstabelle, sage ich mal. Ja. Und es hat noch Stil. Ja, das ist eigentlich das, was ich mir wünsche, natürlich. Eben, ich meine, ich kenne das Auto, die genauen Daten und so nicht. Und es hat auch eine Batterie und so weiter. Also eben, man kennt die Problematik. Aber ich finde, das soll das Ziel sein. Nachhaltigkeit soll und darf auch Spass machen. Wo fahren wir eigentlich hin? Lieber geradeaus, darfst du da weiterfahren. Und Nachhaltigkeit, das hat Anina jetzt gerade angesprochen, ist natürlich auch ein grosses Ziel. Nicht nur bei der Formel E, sondern auch bei der neuen Rennserie, Offroad-Rennserie mit SUVs, bei der Xtreme E. Die läuft schon bald auf MySports. Die dürft noch freuen, wie das Ganze funktioniert. Das seht ihr jetzt. Die Electric Odyssey. Eine neue Rennserie in den extremsten Regionen dieser Welt. Mit der beeindruckenden Kulisse soll auf die sichtbaren Folgen des Klimawandels aufmerksam gemacht werden. In der Debütsaison wird an 5 auserwählten Plätzen Halt gemacht. Der Auftakt steigt in Saudi-Arabien, um auf die verstärkte Wüstenbildung auf der Erde aufmerksam zu machen. Weiter geht es in den Senegal, an die Atlantikküste, wo die Themen Plastikmüll und Meeresspiegelanstieg im Fokus stehen. Beim Arktis Exprès in Grönland geht es um die schmelzenden Eismassen. Im Amazonas Exprès um die Abholzung des Regenwaldes. Und zu guter Letzt soll beim Finale in Patagonien auf die schmelzenden Gletscher aufmerksam gemacht werden. Und mit diesen Autos hier wird gefahren. Das Basisfahrzeug ist bei allen gleich und auch eine Einheitsbatterie wird zur Verfügung gestellt. Es kommen 2 Elektromotoren zum Einsatz, die Maximalleistung soll bei 550 PS liegen und das Fahrzeug kann in 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Insgesamt sind 9 Teams am Start, pro Team jeweils eine Pilotin und ein Pilot. Es werden 2 Runden gefahren und nach der ersten wird der Platz am Steuer getauscht. Die globale Odyssee von Xtreme E wird mittels der RMS St. Helena durchgeführt. Das ehemalige Fracht- und Passagierschiff der Royal Mail transportiert die ganze Infrastruktur der Meisterschaft einschließlich der Autos jeweils zum nächstgelegenen Hafen der 5 Rennorte. Dadurch minimiert sich das Emissionsprofil. Die RMS St. Helena wurde komplett umgerüstet und verjüngt.
Bald ist sie bereit, um auf ihre erste Reise zu gehen. Die Grundidee von Xtreme E ist also vom Transport bis hin zu den Autos stets erkennbar. Alles dreht sich um Nachhaltigkeit. Du hast das Video jetzt gesehen, wo, da, wo erklärt, wie das Ganze funktioniert. Und das ist Nachhaltigkeit mit Stil bis zu einem gewissen Grad. Die SUVs sehen noch cool aus, oder? Ja, das muss ich zugeben. Also du bist daher gekommen heute und gesagt, so ein Teil würde ich auch noch gerne fahren. Ja, ich habe natürlich so die Adern für... Also ich finde so Sachen faszinierend und habe auch Spass eben jetzt vielleicht an einem schnellen Auto. Und ich denke, man kommt dann dem Guilty Pleasure, in dem Sinn, wo ja dann ein normales, schnelles Auto ist, vielleicht mit so einem elektrischen Auto, ist das dann vielleicht ein bisschen weniger guilty. In der Xtreme E hast du immer einen Female Driver und einen Male Driver. Okay. Also, das ist sympathisch. Eigentlich Equality. Ja. Ja. Ja, also eben, ich finde, es ist alles immer so mehrschichtig im Bereich Nachhaltigkeit. Und was du für mich gehört eben zum Beispiel Equality auch ins Thema Nachhaltigkeit rein. Und ich denke, es gibt Produkte, Firmen, Menschen, die in gewissen Bereichen irgendwie schon mehr investieren oder weiter voraus sind und dann vielleicht nicht mehr anders einen Abstrich machen. Und ich glaube, das ist einfach auch leider heutzutage immer noch Fakt, dass Nachhaltigkeit ein Kompromiss ist. Und das Ziel ist einfach, dass der Kompromiss immer kleiner wird und man da irgendwie einfach immer mehr mit Spass und Stil kann und darf unterwegs sein, ohne dass man einfach eben irgendwie noch die Hälfte vom Planeten oder den ganzen Planeten auf dem Gewissen hat. Wenn wir jetzt über die Xtreme E reden, du hast ja gesehen, oder? Die gehen an die extremsten Plätze der ganzen Welt, ein Problem aufzeigen und das ist natürlich auch wieder kontrovers. Da kommt der eine oder andere und sagt, hey, jetzt geht er noch dorthin, wo sowieso schon alles schlecht ist. Ja, ich töne wie eine gesprungene Platte, aber das ist wirklich so, im Bereich Nachhaltigkeit ist immer so auch eine Nachhaltigkeitsbloggerin, die auf Indien fliegt, um zu zeigen ihrer Community, dass irgendwie, wie die Arbeitssituation dort ist, ist das kontrovers, dass sie dort hinfliegt, aber dafür ihrer Community von vielleicht 500'000 Menschen das kann näher bringen. Tut sich das dann rechtfertigen oder nicht? Und wie siehst du das? Also, weil ich finde, man muss alles immer in eine Relation setzen. Also eben, nackte Zahlen zählen nicht, oder? Nein, ich finde, man muss einfach abwägen. Also es ist ja immer, ich denke, es ist immer ein Abwägen. Und was ist schlussendlich der Mehrwert von so Aktionen? Also ich kann nicht jetzt einfach so aus dem Bauch raus in dem Sinn dir sagen, so, hey, ich finde das scheiße, was die machen, oder ich finde es cool, weil ich nicht genug Infos habe. Ich glaube, man müsste da wirklich in die Tiefe, um reinzuspüren, bringt jetzt das mehr Mehrwert oder ist es eigentlich einfach wieder nur Geld, wo im Spiel ist und Leute, wo es eigentlich egal ist und einfach aus egoistischen Gründen Lust haben, um da ein bisschen crazy durch die Welt zu fahren. Wichtig ist bei Xtreme E, sie sagen, sie gehen an Orte her, die sowieso schon kaputt sind. Yeah. Und immer, wenn sie vor Ort gehen, machen sie das im sage ich mal, klimaneutralsten Weg, wie auch immer das möglich ist, mit einem Schiff, mit der St. Helena. Fahren sie dort her, der ganze Trost, die ganzen Teams sind dort inkludiert. Sie werden mit Forscher vor Ort ein Projekt lancieren. Yeah. Also sobald eigentlich das Rennen vorbei ist, sind sie nicht weg, sondern sie bleiben mit Projekt vor Ort. Eigentlich klingt das nach einem Projekt, wo komplett in jeder Stufe durchdenkt. Ist, weil du, und du hast es ja gesagt, es ist immer kontrovers. Ja. Und musst, ja. Wegen dem sage ich, ich finde so die Grundidee von dieser Xtreme E finde ich eigentlich mega cool. Und auch all das, was sie offensichtlich machen und bringen, das tönt auch mega lässig. Ich denke, da ist dann einfach so, da kann ich von außen nicht beurteilen, jetzt an dem Zeitpunkt jetzt ist das wahr. Hat das wirklich den Effekt? Die Frage, die anders, würdest du so etwas schauen? Ich würde sehr selber fahren. Aber du würdest am liebsten selber mitfahren. Ich bin eher aktiv, ich bin nicht so passiv. Das ist wie mein Papi mit den Velorennen. Er hat immer gesagt, er schaut nicht gerne Velorennen, er hat Lust zum selber mitfahren. Das habe ich wahrscheinlich von ihm so ein bisschen. Ich bin gerne in der so aktiv
in der aktiven Rolle und weniger in der passiv konsumierenden Rolle. Wie ich es spüre. Also, sobald man mit Ranina eigentlich überlang kommt, wenn man 80 Tage fahren, dann drückt sie ihn gerade auf 90 und wieder heim kann. Die elektrische Rennwelt die fasziniert sehr. Und was als nächstes auf dem Programm steht, was als nächstes angegangen wird, das seht ihr jetzt. Die neue Extreme E-Serie startet in Al-Ula, in der Wüste Saudi-Arabiens. Am 3. und 4. April sind sie bei MySports hautnah mit dabei. Und in Rom geht die Formula E in die nächste Runde. Zwei Rennen, zweimal Spektakel. Am 10. und 11. April. Immer auf MySports. Ja, Tanina, passt auf. Das ja. Parkieren, kannst du gut parkieren? Es tönt. Ich kann gut parkieren. Stoppen. Aber so eine. Stoppen. Muss ich mich auch zuerst. Ich meine, schau mal, wie der piepst. Wie wild. Also, ich muss sagen, ich hatte ein gutes Gefühl, heute mit dir im Auto zu hocken. Parkieren. Oder? Ja, also wahrscheinlich hättest du beim Test nicht bestanden, du bist noch im Parkfeld drin, aber ich würde sagen... Du, also ich habe meine Fahrprüfung beim ersten Mal bestanden. Und das, ist ja, nicht, und das ist ja nicht so selbstverständlich, habe ich gehört. Ist das so? Und bei Schneesturm, bevor ich noch nie bei Schnee gefahren. Also don't try to put me in the woman, women can't drive section. Würde ich nie machen, aber komm, steig schnell aus. Machen wir nicht. So, ist der abgestellt. Wie ist jetzt dein... Erlebnis? Komm, wir treffen uns doch da hinten, in der Mitte. Komm, ein bisschen Abschiedsschwierigkeiten. Es ist relativ schwierig, wenn du so tief unten bist, rauszukommen. Was ist jetzt dein Fazit? Abstellen. Was ist dein Fazit von dieser Fahrt? Ja, mega cool, natürlich. Macht Spass. Also, die Nachhaltigkeitskriegerin würde sich gefallen, der Taycan Turbo. Ja, du versuchst mir jetzt etwas unten reinzuschieben. So. Dann kann ich einen Porsche sagen, tada! Aber ich meine, ja, es macht Spass, das Auto zu fahren. Und ich fahre sicher lieber einen elektrischen Porsche als ein nicht elektrischer Porsche. Und wie sehr haben wir jetzt heute Tanina dazu gewinnen, dass sie mal das Formel E oder das Extreme E-Rennen schaut? Auf MySports einschalten natürlich. Ich weiss nicht. Ich bin eben, wie mein Papi eher so, er hat nie selber in dem Sinne Rennen schauen, sondern immer selber fahren. Und ich glaube, ich gehe eher in diese Richtung. Ich bin gerne selber aktiv. Tanina wäre gerne selber mit dabei. Dann sage ich dir, merci für mal, bist du heute eingefahren, mit dabei gewesen. Das allererste Magazin eingefahren in diesem Jahr 2021. Wir werden natürlich noch weitere haben. Und zwar das nächste, das kommt am 29.04. Bis dahin. Ich hoffe, es ist noch eingefahren. Ciao zusammen, bis zum nächsten Mal. Wie wir heute investieren, so leben wir morgen. Julius Bär, der globale Partner der FIA Formula E.